So, hi und hallo mal wieder. Ja, es wird ein etwas längeres Video. Das dazu. Aber ich war mal wieder auf Flohmärkte heute Morgen unterwegs und habe mir 17 Pfeif-Magazine, 14 mal das Pfeif-Magazin Nummer 5 und 3 mal die 4. 17 Pfeif-Magazine, das bedeutet 17 Booster und 17 limitierte Karten. Das Ganze, also 17 Magazine für 15 Euro. Warum mache ich das? Weil 15 Euro, 17 Booster und 17 limitierte Karten, Toppreis, muss man ehrlich sagen. Nach dem Video zeige ich euch schon mal, wie viel limitierte Karten ich habe. Doppelt, doppelt, doppelt und doppelt. Aber jetzt öffne ich erstmal alle 17 Magazine, um die Booster und die limitierten Karten rauszuholen. Also wie gesagt, dadurch wird es jetzt ein wenig länger das Video, aber ich hoffe natürlich, dass ich auch sehr viele Karten finde in den Booster, die ich noch nicht besitze. Und ich finde, sowas kann man ruhig mal machen, weil es geht ja hauptsächlich, na, um die Booster, den Nebeneffekt, die limitierte Karte, top. Also ich habe jetzt für einen Booster eine limitierte Karte noch nicht einmal 1 Euro bezahlt. Und das finde ich top. Muss man ehrlich sagen. Ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare. Ob ihr euch auch ab und zu mal sowas auf Flohmärkte gönnt. Oder seht wenigstens zumindest. Weil ich gebe es zu, er ist ab und zu mal da in Dortmund und Bochum. Da gehe ich immer hin. Und da finde ich das auch immer wieder. Und deswegen gönne ich mir sowas. Ist zwar immer ärgerlich am Anfang, wenn die Magazine rauskommen, kosten sie 4 Euro. Und nach einer gewissen Zeit gibt es die schon auf Flohmärkte. Aber nichtsdestotrotz, na, dann gönne ich mir so einen Spaß. Spaß ist es ja weniger. Man braucht es ja. Also zumindest die Booster. Ausgerechnet den Blonden habe ich jetzt 14 Mal schon wieder. Aber deswegen hoffe ich ja mal, dass die beiden limitierten Karten, wo ich die meisten von habe, richtig, richtig hochwertig werden. Im Moment wird ja der Blonde, glaube ich, gehandelt im Internet zwischen 2,50 € und 5 Euro, glaube ich schon. Müsste ich gleich mal nachgucken. Aber so ungefähr müsste das sein. Oh, da kommt doch einiges zusammen an Zeit, sehe ich gerade. Und ich versuche mich so schnell wie möglich zu beeilen. Aber gleich haben wir die ersten 14 offen. So, das waren jetzt 14 mal die Nummer 5, also das Five-Magazin Nummer 5. Mit dieser limitierte Karte. Und jetzt kommt noch dreimal das Five-Magazin Nummer 4. Hatte ich ja auch schon so oft angeboxt. Da gehört eben er hier rein. So, ihr schreibt mir natürlich auch immer wieder meine Kommentare, wie ihr sowas findet, wenn ich so Massenware mir gönne und dann vor die Kamera öffne. Das schreibt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare. Weil es ist ja vielleicht doch der eine oder andere da draußen, der gerne mal so einen Quatsch sehen will. Dass ich jetzt zum Beispiel wieder 17 limitierte Karten besitze.
die ich eigentlich schon habe und nochmals habe. Aber wie gesagt, ich zeige euch gleich zum Schluss, wie viel ich schon besitze. Aber jetzt öffnen wir 17 Booster der Lego Ninjago Serie 3. Und ich hoffe natürlich, dass ich auch sehr viel hochwertige Karten finde oder Karten, die ich noch nicht besitze, dass meine Sammelmappe eben voll ist. Einige Karten bei, die ich glaube ich noch nicht habe. Der sieht ja richtig witzig aus. Und wie gesagt, ihr schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Lego Ninjago Serie 3 findet, ob ihr sie selber sammelt. Und wenn ja, wie vollständig eure Sammelmappe schon ist. Wie gesagt, ich sortiere sie gleich ein. So langsam müsste ich meine Sammelmappe voll haben. Werde ich das nächste Sammelmappen-Update machen. Oh, mal wieder eine Ultra. Hat sich natürlich wieder richtig gelohnt. Weil die Ultras, die steigen auch immer ziemlich schnell an Wert. Es kommt immer drauf an, welche. Die müsste ich, glaube ich, schon haben. Aber wenn ich jetzt nach vorne hingucke, wo ich im Moment die Zeitschriften hinschmeiße und die leeren Boostertüten, es kommt doch ganz schön viel an Papiermüll zusammen. Muss man ja echt sagen. Oh, DJ. Ja, wenn es euch zu schnell geht, ihr wisst ja den Trick, immer wieder auf Pause drücken. Aber ich möchte eben euch nicht zu viel Lebenszeit wegnehmen, dass ihr nur vor die Glotze sitzt oder Videos schaut. Aber ein bisschen oder ein wenig Zeit dauert es noch, bis ich alle Booster aufhabe. Und wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Wenn ich immer wieder mal ab und zu auf Flohmärkte gehe und so einen Blödsinn mache. Was heißt Blödsinn? In dem Fall ist es ja nicht. Es sind ja 17 Booster günstiger dran gekommen, dass dazu eben noch eine limitierte Karte bei ist. Finde ich top. Aber ist meine persönliche Meinung. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Ja, das hätte ich, glaube ich, doch nicht alles in einem Video machen sollen. Aber ihr schreibt mir das ja gerne in die Kommentare. Habt ihr sowas öfters sehen wollt? Oh, wieder eine Ultra. Aber ihr habt es vielleicht schon gesehen. Dieselbe oder die gleiche grüne. Also die wird, glaube ich, nicht so hochpreisig, wenn ich sie jetzt schon zweimal direkt gezogen habe. Heißt, sie ist ziemlich oft dabei. Aber ich sehe schon, es sind einige Kartenmotive da, die ich noch nicht besitze. Wieder eine schwarze. Rotlastig. Ah, 5 oder 6 Booster müssen das noch sein. Dann habe ich es geschafft
und ihr seid erlöst, die jetzt noch dran geblieben sind. Ich hoffe natürlich, dass ich euch die ganze Zeit wenigstens ein paar Kartenmotive zeige, die ihr noch nicht kanntet. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich nicht gerne so lange Videos mache. Die hochwertigen. Verdoppeln sich aber auch schon mittlerweile. Ja, zwei Booster noch. Dann habe ich es geschafft. Und ihr natürlich auch. Vorletzte Lego Ninjago Booster. Ups. Oh, wieder eine Ultra. Richtig cool. Die habe ich auch, glaube ich, noch nicht. Das Motiv sagt mir jetzt im Moment gar nichts. Müsste ich gleich sofort nachschauen. Aber das ist schon mal richtig cool. Also hier ist es nun. Das 17. und letzte Lego Ninjago Serie 3 Booster für heute. 17 Stück mal wieder geöffnet in einem Video. Uiuiui. Hey, geht doch Zeit drauf. Und wieder eine Ultra. Hammer cool. Also wie gesagt, ihr schreibt mir alles in die Kommentare über die Lego Ninjago Serie 3, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. So, und jetzt natürlich 14 Mal die LE24, also der Blondschop. 3 Mal die LE18. Es waren 17 Five-Magazine für 15 Euro. Top-Preis. Aber das ist der Stapel, den ich heute gemacht habe. Das ist der Stapel, den ich schon besitze. An doppelte, limitierte Karten. Ihr kennt das ja aus anderen Videos. Da ist ja der Blondschopf und er hier ohne Ende dabei. Deswegen hoffe ich mal jetzt, dass diese beiden Karten, wo ich sehr, 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 sehr viel von habe, richtig hoch an Preis werden. Das hoffe ich mal für mich natürlich, dass ich mir weiterhin ab und zu mal solche Aktionen gönnen kann. Aber das wird sich auf jeden Fall schon lohnen, sie noch eine gewisse Zeit wegzutun. Also, das sind meine limitierten Karten der Lego Ninjago Serie 13, die aktuellen Serie, die ich doppelt und doppelt habe. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sowas findet, wenn ich auf Flohmärkte Massenware kaufe, euch präsentiere, weil da kann man nicht wegschauen. 17 Magazine, 15 Euro, das bedeutet nicht einmal 1 Euro so ein Booster mit limitierte Karte, top. Also ihr schreibt mir jetzt alles darüber in die Kommentare, ansonsten war es das mal wieder und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt's hin. Und schaut zu.